Der ist halt cool. Ich finde ihn ganz cool, weil er genau gegen den Strom, wie Wim Hof Strom ist. Ja. Du musst dir mal seine Videos angucken, wie er aussieht, der Typ. Ja. Wie ist das Teil? Spanien, Alter. Barcelona 2019. Auf geht's. Da lang. Da ist er. Columbus. Der alte Fernfahrer. Von hier ist der an See gestochen? Ja, war ja Portugiese, ne? Ah, nee, Spanier. Kultur pur, Alter. Ja, guck mal hier, der vierte von rechts, das ist Messi. Vierte von rechts ist Messi. Und da. Was passiert denn das? Unglaublich, noch keine 3 Stunden und Barcelona schon Messi vorbeigelaufen. Lackert den Ball. Gibt's hier so eine Kaffee? Schöne Sängerinnen. Du bist nicht, dass meine Bühne vorstellen. Ja. Wo gehen wir denn jetzt hin? So, wo ist denn jetzt hier unser Puff von Barcelona? Guck mal, Victor, Natur. Voll schön. Und bunt. Ist der gerade ein Hühnerflügel? Alter, bist du Kannibale? Nee, das ist hier vom Baumstall. Schade. Ich dachte, ihr wollt gerade einen Chicken nehmen. Du, sag mal, weißt du, wo der Engelmann in Laffin ist? Laden nennt sich das. Machen wir doch mal neu. Sieht so ein bisschen aus wie das Burj Khalifa in klein. Dafür wird das aber auf jeden Fall länger stehen bleiben als das echte Burj Khalifa. Warum ist das so? Weil es klein und kompakt ist. Wie du. Erste Cola, auf geht's. Stößchen. Ja, wo müssen wir da hin?
gelesen. Nein, guck mal, ich habe den Text verstanden. Okay. Mit Sika sucht mir die Casa eine Wohnung, ist doch alles safe. Ja. Die einfach Spanisch doch ist, oder? Heute mal was ganz Besonderes für alle Fußballfreunde. Du guckst dir jetzt erstmal das Stadion an, nein, direkt zum Shop. Schön, Kommerz erstmal machen, geil. Na gut, dass wir online gebucht haben, ne? So, bei den langen Schlangen wäre schon hart gewesen. Ja, Deutsch, wie wir sind, sind wir natürlich wieder eine Stunde zu früh hier. Warum? Plan B. Was ist eigentlich Plan A auf der ganzen Tour? Was machen wir jetzt? Frühstück. Bist du nicht so im Touri-Modus, oder? Nee, mach nicht. Bist du noch ein bisschen überwältigt von den ersten Eindrücken hier? Das war die gerade das Gefühl. Hier gibt es einen Hotdog. Churros, Alter, Churros. ¿Qué tal? Bueno. Dir gefällt es ja im Stadion, ne? Seilbahn. Ja. Da seht ihr die Seilbahn, voll schön. Skifahrt. Ich kann nicht mehr so viel sehen.
Nee. Dritte Unterbrechung innerhalb von 2 Stunden heute. So, Digga, wo sind wir hier? Eine Kirche. Eine Kirche. Standardkirche, wa? Schöne Dornische Ecke ausgesucht hier. Ach, das war ein Aufstieg, du Junge, Junge. Mal gucken, wie so die Aussicht ist. Ach, scheiße. Fuck. Natürlich ist Zeit zum Blick drin gehen, Mann. Oh.
du hier guckst. Welcher Trottel hatte diese Idee, sag mal? Du? Ich? Ja. Oh! Oh! Ah. Ah. Und ich hab's natürlich wieder nicht drauf. Blut, Motherfucker, Blut. Ich hab's gar nicht an. So, können wir weiter? Ach nee, das Blut ist drauf. Oh. Leck mich am Arsch, ist das schön hier. Aber es ist schön, ja, du hast recht. Ich kutschiere dich hier den ganzen Tag durch die Kante, drehe dir ein schönes Home-Video und du willst mir nicht meinen Arsch lecken. Ich wusste mir schon, dass du dafür was hast. Mann. Wenn du mich schon nicht im Puff nach Barcelona bringst, musst du mich ein bisschen anders glücklich machen. Einmal die Kamera hier. Genau. Erstmal auf die Bank, oder? Auf die Bank. Richtig. Wir sind ja schon wieder 3 Minuten gelaufen. Es wird Zeit. Olé, olé. Hast du getroffen? Ja, hier. Moment. Ich mach richtig dickes Ding in der Hand. Guck mal da unten, da kannst du sehen. Da ist der Winkel. Von 10 bis 65 Grad. Und dann kannst du hier schön alles platt schießen. Die ganzen Möwen und Tauben, Rehen, alles was hier fliegt. Mit so einer Kanone wurde auch Münchhausen verschossen. Mit so einer kleinen? Ja, ich glaube so, mit der Vase. Wir hatten noch größeres Kanone. Das erfahren Sie in der nächsten Folge von Dicke Dinger weltweit. Dude. Ferne. Okay.